So, Senior. Greetings, and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Worum ging es im Gespräch gerade? Hast du Geldprobleme? Grim hat mich gebeten, dich nach einem Wurfball-Poster zu fragen. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it. But if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. But I'll warn you, Grim wore her patience thin a long time ago. Wenn das mir irgendwelche Probleme macht, behalte ich das Poster einfach. Vorhin habe ich dich etwas von Geldproblemen erwähnt. Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Warum? Ist das normal für dich, dein Geld für Raptidon-Teile auszugeben? Das klingt ziemlich dumm. I didn't have any choice. That's all Sebastian had in stock the other day. Was? Warum kaufst du so viel von diesem Sebastian? Wenn es dir so wichtig ist, bist du super wohl, dann könnte ich dir auch irgendeinen Schrott verkaufen. Oh, I don't need any of it. It's also I can talk to Sebastian. He doesn't get going about much else. Sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Warte mal, die gibt ihr ganzes... Bitte ihn doch einfach um ein Date. Die gibt ihr ganzes Geld für irgendeinen Scheiß aus. Nur um mit dem Verkäufer zu reden? Bitte ihn doch einfach um dein Date. I couldn't. What if he says no? Hey, maybe you could ask him for me. I mean, a no would still be bad, but it won't be quite as embarrassing if you ask. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. Halt. Ich bin neugierig. Was findest du an Sebastian? He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Mm-hmm. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Good to have standards, I guess. I know what I'm looking for. Ich hab keine weiteren Fragen, ja. Sorry, sometimes I get carried away. Ja, ja. Ich rede dann mal später mit dir. Ja. Wow, das ist ein echt schneller Himmel. Da ist die Apotheke. Okay. Stella Velma seem out of sorts to you? She's always cranky. No, I mean more than usual. Wouldn't know. I made it a point to stay out of her way. Stella Bay. Lang aus. Da wachsen Pilze. Aha, 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 aha. Sollte hier nicht irgendwo die Apotheke sein? Aha! If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. Don't be so hard on her. With Brax missing, she's working doubles and needs a little edge. Very well, dearie. But you stop by any time you like, hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Was war das denn gerade? Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. Ich hab die quite the bedside manner, lady. Well, it's so rare I get the pleasure of new company. What can Auntie Abigail do for you? Er hat mich gebeten, dein Caffeinoid-Präparat abzuholen. And what a helpful young man you are. Nothing like a little pill to liven up the spirits. Whiskey helps, too. Please leave medical advice to the professionals. Now, dearie, who's this pickup for? Für wen nur? Genau genommen sind die Pillen für mich. Es ist für...
Ich würde jetzt in dem Fall tatsächlich... Ich weiß nicht, Dante, dieses Geheimnis musst du schon aus meinen süßen Bäckchen herausquetschen. Was? Das ist vertraulich. Ich würde ja lügen. Nee, ich würde ja sagen, es ist für Nioka, weil... es ist die Wahrheit. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, ob die das weiß oder nicht. Aber lügen bringt mir Punkte. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Scheiße. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Das ist ja furchtbar. Isn't it just? I'd make an exception for you if I could, my little cherub. Is there anyone else needing a special pickup from Auntie Abigail? Nioka. Oh, her. Mm. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. I actually don't. Es muss doch einen Weg geben, wie ich Niokas Ration erhöhen kann. Wann kann Nioka ihre nächste Dosis beanspruchen? Hört denn sonst niemand auf Monacaffeinoid? Ja, wie lange müsste ich denn warten? I'm afraid it'll be the better part of a month. Oh ja, our okay. Dear Nioka tends to exhaust her supply rather quickly. Believe me, there's nothing I'd love better than to help you, but there's not much I can do. Okay, dann ist, Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access them. Ist so hilfsbereit. Ohne es zu realisieren. Ich wollte gerade sagen, dann ist dieses Let's Play ja wohl für einen Monat pausiert. Überzeugung 35. Ich dachte, du wärst hier der Boss. Und das sollte es zumindest sein. Einschlägt dann 55. Genug geredet. Besorg mir das Kaffee oder du bekommst eine Medizin, die dir gar nicht schmecken wird. Und damit meine ich nicht das, was sie offensichtlich haben will. Was? Ich dachte, du wärst hier der Boss. Und das solltest du zumindest sein. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. Mhm. And to keep an extra key to the supply room. For all the times Dr. Williams misplaced his. Um welchen Vorratsraum geht es noch gleich? The one upstairs, where we store our medicines. Ach so. Der ist also oben. Wo finde ich diesen Dr. Williams? In the town graveyard, I'm afraid. Poor man was always searching for the Flower of Enlightenment. On the way, he tried some rather daring substance combinations. Und wo ist der Friedhof? The graveyard's near the southern ruins. You're certainly welcome to pay our respects, but the bodies tend to attract beasties. Do be careful. I'd hate for anything to happen to you, dearie. Danke für den Spoiler, Christlock. Genug geredet, besorg mir das Kaffee nicht, oder du bekommst eine Medizin, die dir gar nicht schmecken wird. Nee, kein Bock, die zu beschützen. Dearie. Ich bin aber so down. Ich bin so down. I can take a hint. Dr. Williams werden wir trotzdem noch besuchen. Angestellten-Login. Hacken. Login Williams. Aha. Patientenakten. Nioka. Aber Jack. Carbonidosis Standard. Hinweise. Der Medizin, des Medizintechnikers. Leberschaden wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus. Anpassungsprobleme wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus. Sozialphobie wahrscheinlich hervorgerufen durch andauernden Alkoholismus. Wie soll das denn gehen? Sollte es nicht eher andersrum sein, dass sie soziale Kontakte sucht wegen andauernden Alkoholismus und diesen sozialen Kontakten auf den Sack geht durch andauernden Alkoholismus? Carbonoid-Dosis erhöhen.
Dosis erhöht auf hoch. Warnung, exzessive Kaffeineinnahme kann folgende Nebenwirkungen haben. Reizbarkeit, Erschöpfung, unkontrollierbarer Stuhlgang, Schwindel, Tod. Damit kann ich nehmen. Patient nicht gefunden, bitte erneut versuchen. Also es gibt für mich keine Patientenakte. Gut. Williams E. Notizen der persönlichen Experimente von Dr. E. Williams. Notizen, Reaktizid plus Pep you up. Ich hatte Hypothesen aufgestellt, dass diese Kombination den Geist beleben und unsere Sinne für das große Ganze um uns schärfen würde. Sollte sich das bewahrheiten, bedeutet das, dass ich meine Fähigkeiten in diesem Fall deutlich überschätzt habe. Direkt nach der Einnahme brach mir der kalte Schweiß aus. Ich zitterte und bekam leise Paranoia. Vielleicht lag es an letzteren Symptomen, dass ein Großteil meiner Notizen dieser Episode eher nutzlos sind. Wie auch immer. Der Effekt war letztendlich äußerst beliebend. Ich werde die Dosis verringern und das erneut versuchen, sobald das Herzrasen abgeklungen hat. Buschbeerenextrakt plus Dibilerol. Dibilerol. Nach meinen vorangegangenen Experimenten kam mir die Theorie, dass man einen Blick auf das Ewige erhaschen konnte, wenn man seine Sinne nur stark genug betäubt. Letztendlich war diese Theorie nur teilweise von Erfolg gekrönt. Die Kombination der Substanzen ließ mich sowohl erblinden als auch einen Schwächeanfall erleiden, der mich eine lange Zeit ausnockte. Einige Stunden später erwachte ich in meinem eigenen Erbrochenen mit einem seltsamen Verlangen nach Tolleritos. Kaustoleren und dreifache Dosis. Suche läuft, Datei leer. Edwards A. In Arbeit Nummer 1. 23.629 Wörter. Die galaktische Frau. Sie ist eine naive Kolonistin von der Erde. Er ist ein hart arbeitender Saltuna-Farmer von Malak. Ihre Anziehungskraft blüht auf in einer stürmischen Romanze, die ganz Stella Bay verändert. Kapitel 3. Fernab von Arkansas. Du kannst deine Sachen hier abstellen, sagte Mr. Elliot, als er Abby in ein schummriges Apartment führte. Es war klein, hatte jedoch einen gewissen gemütlichen Charme. Abby stellte ihre Taschen ab und löste die Riemen ihres Jumpsuits. Mr. Elliot räusperte sich, sein Gesicht errötete. Wenn dir warm wird, kannst du gerne ein Fenster aufmachen. Die Luft der Bucht ist angenehm, aber pass bloß mit dem Mantelschwärmen auf. Als Abby den Schlüssel nahm, berührten ihre Finger die seinen. Seine Hände waren kräftig und von Furchen durchgezogen, die Hände eines Saltuna-Farmers. Sie merkte, wie ihre Wangen rot wurden. Sie waren wirklich hier zu mir, Mr. Elliot. Nenn mich Archibald. Was? Leidenschaft war sein Geschäft. Ein abtrünniger Ikonoklast, der von seinen Idealen geleitet wird, findet die Liebe in den Armen eines geheimnisvollen Mannes mit einer traurigen Vergangenheit. Wird er seinem Verstand folgen oder seinem Herzen? Kapitel 2. Groß, stark und attraktiv. Komm hoch, sagte die Stimme über den Gegensprecher. Sie klang gefährlich und gelassen und erinnerte Broderick an Iceberg Aged Whiskey. Die Tür öffnete sich und ein Hauch von Parfüm lag in der Luft. Seine Nackenhaare stellten sich vor wohliger Anspannung auf, als er die Stufen hinaufschritt. Der Händler lehnte sich mit verschränkten Armen mit dem Rücken an seinen Musty Charcoal Heizkörper. Was ist das hier für Product Placement? Das war also der geheimnisvolle Einsiedler, der Monarch aus der Ferne manipulierte. Broderick konnte die Wärme des Heizkörpers durch den Raum hinweg spüren, aber es war der Blick des Händlers, der sein Herz zum Fiebern brachte. Der Händler holte zwei Gläser und eine Flasche eines ziemlich teuren wirkenden Tropfens hervor. Er füllte die Gläser und reichte eines davon Broderick. Für mich? Fragte er, vom schwelenden Blick des Mannes abzulenken. So ist es, schnurrte der Händler. Ich hörte, du bist ein Mann für ausgefallene Geschmäcker. Roderick nahm sein Glas. Der Händler fuhr fort, sein dunkles Haar fiel Strähne um Strähne vor seine Augen. Deshalb habe ich einen eher ungewöhnlichen Vorschlag für dich. Das Glas schutschte fast aus Brodericks Fingern. Er stürzte den Inhalt mit einem Schluck hinunter, um seine zitternde Hand nicht zu offenbaren. Es brannte bis tief in seinen Rücken. Ich hatte gar nicht so Unrecht mit denen, das, was sie eigentlich will, ne? In Arbeit Nummer 3, 146.307 Wörter. Klinik des Herzens. Ein kampfgestellter junger Soldat des Erdenrats besucht eine abgelegene Klinik auf Molag, um sich von den Strapazen zu erholen. Als er auf Gail trifft, eine elegante ältere Krankenschwester, nimmt sich diese auch den Strapazen seines Herzens an.
Kapitel 34. Heilende Hände. Fletcher hielt sie fest umschlungen. Seine Stärke war zurückgekehrt, Sophie war sicher. Doch er blieb dennoch hier. In der Klinik. Mit ihr. Er schüttelte seinen Kopf, als hätte er ihre Gedanken mit seinen durchdringenden grünen Augen gelesen. Gail, der Erdenrat ruft mich zurück. Sie wollen, dass ich Byzantinum schütze, aber ich weiß nicht, wie ich fortgehen kann. Nicht, nachdem wir zueinander gefunden haben. Dann bleib, hauchte sie warm in sein Ohr. Ich kann hier garantiert eine Position für dich finden. Oh, beim Gesetz, stöhnte er und zog sie an sich ran. Sie legte einen Finger auf seine Lippen. Psst, hier gilt einzig das Gesetz der Liebe. Einen neuen Account anlegen, geht nicht, alles klar, verlassen. So, Zusammenfassung. Ich habe gedacht, das hätte ich auf sehr hoch gehabt. Wohl nicht, bin so blöd dafür. So. Ich erhöhe das hier auf 50. Schau's lang. Und dann Dialog Lügen. Überzeugen. Und den letzten Punkt, den packen wir in Langwaffen. Vorteile! Gewicht von Verbrauchsgegenständen minus 50%. Ja. Das sind diese ganzen medizinischen Güter, die wir mal annehmen. Wer aufnehmen. Kommt mir das so vor, oder? Das wirkt größer als Edgewater hier. Ist wahrscheinlich nicht der Fall, aber es wird größer. Das Laderaus, Haus war... Wo bin ich? Ich muss ganz... Ich habe eben offscreen die Sensitivität auf 10% runtergebracht. Damit es übereinstimmt mit allen anderen Spielen, die ich eigentlich so spiele, aber es ist für Outer Worlds tatsächlich zu gering. Help! Someone's been killed! Wer wurde getötet? Hallo? Ach du. I think I'm gonna be sick. Reiß dich zusammen und sag mir, was passiert ist. I clean the apartments while everyone's at work. I've seen all sorts of messes, but this. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Eine heiße, keine kalte. Oh, eine Leiche. Gruesome way to die. Not much I can do for this guy. Oh, schade, das wollte ich nicht als letztes fragen. Welche Überraschung, eine Leiche. Was ist los mir geworden? Stolzer Kolonist von der Hope. Früher mal. Ah, kein Hauptmord. Hier liegt noch das ganze Zeug rum. Und was mache ich, wenn ich das erste Mal eine Leiche in dem Apartment sehe? Darüber nachdenken, dass ich gar nicht schleichen brauche, um was zu klauen. Wurfball-Wettbeleg. Dieser Wettbeleg dokumentierte einige sehr optimistische Wetten für ein Team namens Mostly Colonists. Wurde von Left Field Tossball Betting ausgestellt. Wettschulden. Erste gepackter Koffer. In diesem Koffer, der eigentlich eine Tasche ist, wurden mehrere zerlumpte Sätze Kleidung, alle von gleicher Farbe mit gleichem Schnitt gestopft. Aha. Das gibt jetzt Ausschluss über... gar nichts. Außer das Left Field, Toppings, Betting. Whatever you do, don't mention Tossball to Isaac. You'll never hear the end of it. You know, I haven't seen...
If you gotten stuck in an hour-long rant about mostly colonists, you'd be thankful. Guten Tag. Ich bin es, ein Fremder. Oh, you startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Ich wollte dich erschrecken, ich gehe schon. Die haben alle so... Achso. Nice and easy. Ich muss noch Vikar ausrüsten. Doch Fenster. Nee, das soll nur so aussehen wie Fenster. Wie bescheuert. Rap Mask and Canid Eyes, right here. Ah, Sebastian. Hello, stranger. Can I interest you in a Raptodon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Eigentlich nicht. Wieso sollte ich irgendwas davon wollen? I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. Mr. Bear? He came to Stellar Bay years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. He was always real interested in our monsters. Manta Queens, especially. Wieso interessiert sich für Manti-Königin? Who wouldn't be? Leute, denen ihr Leben lieb ist? Okay, hat irgendwas Bestimmtes gesagt? He kept talking about collecting a queen to take back to Terra 2. Didn't make no kind of sense to me. Manta Queens won't let you collect them. In Edgewater gibt's, oder bei Edgewater gibt's dieses alte Museum. Da sollte eine ausgeschöpft sein, die ist nicht da. Hast du schon mal eine Manti-Königin gesehen? Sure, they're real big. Hard to miss them. Gut, dann kann ich ja mein MG nutzen. Was hast du, wo hast du eine Manti-Königin gesehen? Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett. But I haven't seen him in a few weeks. To tell true, I'm starting to get a bit worried about him. Tell you what, I'll tell you where I sent Mr. Pickett if you promise to look for him. Help him out if he's got himself in trouble. Fair deal? Klar, ich seh mal nach ihm. All right then. Leave town through the southern gate, the one right here, and head past the abandoned ruins. Last Manta Queen I saw was in the wilds out that-a-ways. Could be Mr. Pickett still out there too. Reden wir über Celia. Huh. I haven't seen her in a few days. But I've been meaning to ask her how that Raptodon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Würdest du mit ihr ausgehen? Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks... Nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for Raptodon tongues. Sie will keinen Rabatt, sie fühlt sich zu hingezogen. Du musst es mir auch nicht glauben. Verbring einfach ein wenig Zeit mit dir. Ich verspreche dir, dass sie dich nicht nach einem Rabatt fragen wird. Wie wär's mit einem 816-Bit-Vorschuss, um deinen Verlust auszugleichen? Nee. You sound pretty sure. And she is awful nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Juhu! Was ist das für ein Gebäude? Ah!
Wirklich, der ist direkt da vorne? Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Er hat gesagt, er geht auf ein Date mit dir. Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was so. He like, yay, a date with Celia? I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on. Er mag dich, Celia, solange du nicht um Rabatte bittest. Not to worry. If I never buy another Raptodon tongue, it'll be too soon. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. Ja, kein Ding. Fuck, ich hab gedacht, das wäre hier Mr. Nandis Büro, was es vermutlich auch ist, und das wäre hier sonst niemand da. Aber hier sind ja komische Manager. Wie soll ich denn hier was klauen, wenn die da sind? Mann. Was ist das? Eine Nachricht an Otto. Otto, ich habe deinen Zeitplaner überprüft und du hast dir wirklich etwas Freizeit verdient. Nimm dir doch mal ein paar Tage frei. Du starrst wirklich zu lange auf dieses Terminal, Sanja. Ein Chef, der nett ist und Verständnis zeigt? Das kann nicht sein. Eine Zusammenfassung der Bedingungen in Stellar Bay. Die Produktivität ist seit der Abschwächung der alten MSI-Reglementierung und Zugeständnisse an die Mitarbeiter, wie beispielsweise Krankheits- und Urlaubstage, Reduzierung der Schichtlänge um 24,9% und 52,3% mehr positives Feedback weiter angestiegen. Die Fischereiproduktion hat sich dieses Jahr um 15,2% erhöht und setzt diesen Trend weiterhin fort. Das verringerte Wachstum im Vergleich zu den letzten Jahren ist wahrscheinlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Verschleiß und Verringerung der Arbeitsmoral, zwischenzeitliche Versorgungsausfälle und Verlust der Arbeiter an Plünderer 7,2%, Wildtiere 10,3% und Rekrutierung durch die Ikonoklasten 17,4%. Als Langzeitziel gilt weiterhin die Versöhnung mit dem Vorstand, aktuell hat jedoch die Verteidigung der Stadt Vorrang. Die Reparatur der Beschädigungen an den Stadtmauern verschlingt schätzungsweise 32,8% des jährlichen Budgets. Die beste Lösung hierfür wäre eine deutlich erhöhte Zahl der Verteidiger und Waffenanlagen, was jedoch aufgrund der vorgenannten Faktoren und deren Auswirkungen auf die Einwohnerzahl eher unwahrscheinlich scheint. Arbeitsslogans: MSI, unsere Gewinnmargen sind stellar. MSI Saltuna 43,28% nahhafter als die führenden Marken. Ja, das ist auf jeden Fall. Stellar Bay, ein erträgliches Wirtschaftszentrum in einer feindseligen und chaotischen Galaxie. Sind alle nicht so geil. Okay. Sanjas To-Do-Liste. Richtlinien für jährliche Selbstevaluierung anschauen. Schriftart für jährliche Selbstevaluierung auswählen. Format für jährliche Selbstevaluierung auswählen. Zeit zum Schreiben der jährlichen Selbstevaluierung planen. Jährliche Selbstevaluierung verfassen. Sie ihr sagen, dass sie exzellente Arbeit leistet. Oh. Also im Klartext wahrscheinlich alles auf Celia abwälzen. Und ihr dann sagen, dass sie exzellente Arbeit macht. So. Lass mal ganz kurz hier Filmdöschen. Ja, wir haben ja dieses komische Ding. Der Bruder Grimm. Mann, ist das eine Riesenstadt. Also, das ist deutlich größer als Edgewater. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es groß ist. Oh, it does work. I bought some musk from Sebastian to cover up the Saltuna smell. Trust me, this is worse. Arbeiter. Arbeiter, 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 Arbeiter. Peskatologisches Inszenitionsinstrument. Die Fischsäge könnte mal gesäubert werden. Ich dachte einfach, dass es eine Fischsäge ist. Hey Velma, I got your caffeinoid pills. You're a lifesaver. Hope Abigail didn't give you a hard time. Just the usual. Any word on Braxton? Nothing. Don't know how much longer I can cover for him either. Give me those pills, will you? Here you go. You know, you might consider a real night's sleep instead.
Mir ist gerade aufgefallen, oder die ganze Session aufgefallen, man kann ja in den Grafikeinstellungen chromatische Aberration ausschalten und einschalten. Ja, chromatische Aberration, für die, die das nicht wissen, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Zeitdilation einschalte, also ich fand es halt ein bisschen zu besonders, die Verzerrung des Bildes in Rot- und Blautöne. Beziehungsweise grün, weil sich die Farben überschneiden. Sieht man zum Beispiel an, wie Carmax Arm oder allgemein am Rand des Bildes. Das ist die chromatische Aberration, wenn ich die ausschalte. Machen wir aus, anwenden, so. Ist das alles nicht mehr da. Mir ist aufgefallen, gibt ja Leute, die mögen das nicht. Bei mir kommt das immer darauf an, ob die Spiele das als Stilmittel nutzen oder ob es einfach nur aktiviert ist, um es aktiviert zu haben. Und Outer Worlds ist eines der Spiele, die das tatsächlich als Stilmittel nutzen. Einerseits für das hier. Und andererseits auf der Groundbreaker zum Beispiel haben wir kaum chromatische Aberration, also Abweichung. Also farbliche Abweichung im Grunde heißt es ja. Und auf Edgewater ist es schon eher merkbar, aber hier merkt man es gerade extrem. Ich glaube, die Entwickler wollen damit irgendwie zeigen, wie dreckig ein Ort ist. Kann das sein? Oder wie versifft oder wie schlecht es einem Ort geht oder so. Kann das sein? Bei Roseway zum Beispiel hatten wir das auch kaum. Also, es fällt einem hier auf dem Planeten schon extrem auf, wie die Farben am Rand des Bildschirms einfach abweichen. Das finde ich interessant. Vielleicht bilde ich mir das auch gerade nur ein, aber ich glaube, das wird hier als Stilmittel benutzt tatsächlich. Es gibt ja Menschen, die können das absolut nicht ausstehen. Wie gesagt, bei mir kommt es immer drauf an, ob ein Spiel das als Stilmittel nutzt oder ob es einfach nur da ist. Ein Bloodborne zum Beispiel hat das ja immer, du kannst es auch nicht ausschalten und das sieht so unglaublich scheiße aus. Also die Chroma. Und ein Lords of the Fallen ganz genauso. Da kannst du es ausschalten. Wenn du es ausschaltest, dann ist das Bild einfach sehr viel klarer. Weil es einfach nicht als Stilmittel genutzt wird in dem Spiel, in dem Fall. Oder vielleicht doch. Ein Destiny zum Beispiel benutzt es mal als Stilmittel. Weil es simulieren soll, dass man durch ein Visor sieht. Hier eben auch. Dafür vor allem. Naja. Ich finde solche kleinen Details immer witzig. Ein Witcher 3 zum Beispiel nutzt auch chromatische Abweichung. Aber nicht als Stilmittel. Sondern es hat das einfach. So.